Ich hoffe, ein paar von euch haben noch Bock. Wir machen jetzt weiter mit Monster Hunter. Beziehungsweise beginnen mit Monster Hunter. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Spiel starten. Er ist doch da! Guck mal, Leute! Aber es ist voll doof, weil ich erstelle nochmal neu. Ich erstelle nochmal komplett neu. Ja. Weil, dann geht uns ja was von der Intro-Sequenz verloren. Das wollen wir nicht. Neues Spiel, Leute. Yes, neues Abenteuer beginnen. Cool. Oh, es lädt ja doch noch ein bisschen. Ich verdeck den ganzen Ladescreen. Oh, danke ihr lieben Leute fürs Folgen. Das ist sehr lieb von euch. Willkommen in der Community. Wenn ich so laut darum. Schwestern und Brüder der fünften Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut. Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. World. Monster Hunter World. Mit deutscher Synchro. Na? Na süß! Hey! Schon gehört? Wir sind fast da! Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an. Seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch? Hey, verrat uns deinen Namen. Die Katze! Ja, lecker! So, eigentlich wollte ich mir noch angucken, wie man die Frauen hübsch machen kann, aber ich habe mich eigentlich nur um eine männliche Charakter gekümmert. Und das dauert halt echt eine ganze Weile, deswegen gucke ich mal, dass ich die jetzt so hinbekomme, wie ich mich hinbekommen hatte. Also ich will halt möglichst ein bisschen wie ich aussehen lassen. Fangen wir mal an, wie die so aussehen. Ja, den hatte ich ja in der Beta gespielt, den Typen. Das sieht voll komisch aus, so wenn man diesen Körper hat und dann ist dieser Typ auf immer da. Und wenn du dann den dazu siehst, dann sieht es ganz komisch aus, wenn der auf immer da drauf ist. Egal, wir bleiben bei dem. So, das Gesicht hatte ich. Erstmal machen wir einen Bart, Leute. Der Bart ist wichtig. Ich habe halt überlegt, ob das oder das, aber ich glaube, ich bin dann eher das. Ist halt nur die Sache, ist diese eine Farbe noch gespeichert? Nö. Dann muss ich jetzt erstmal eine Farbe selbst machen. Wie habe ich das nochmal gemacht? Das war so ganz schwer.
Ich wollte halt so einen braunen, ne? Was aber nicht so sehr nach gelb oder so oder rot aussieht. Ja komm, das ist ganz gut. Bestätigen. Sondern auch die Frisur. Also das passt ja schon so ein bisschen zu mir. Ich würde aber eher sagen, weil ich die Haare so immer so swoop mache, ist das eigentlich voll meine Frisur, oder? Was meint ihr? Ich finde halt auch den hier ziemlich cool. Wir gucken mal so ein bisschen durch. Der hat ja auch so eine coole Frisur. Ist halt ganz geil, Alter, irgendwie, ne? So ein typischer Herr der Ringe-Charakter, irgendwie so ein bisschen. Oder er hier. Der ist so ein typischer Final Fantasy 15 Boygroup-Typ. Ja, ist das eins. Das ist so 1:1 Noctis Frisur, oder? So, oder? Oder? Ich habe mich immer gefragt, wie Leute das hinkriegen, dass da so eine tolle vorne ist. Aber das mag ich halt auch, das ist auch ganz cool. Jetzt beginnen langsam die Frauenfrisuren. That's me. Hallo Tiffy, Noctis kommt bei Tekken 7. Krass. Ja, ich bleib bei der Frise. Bin voll ecke. So, Farbe. Hoffentlich klappt das. Warum? Muss ich jetzt echt... Oh Mann. Na gut, nochmal. Nochmal selbes Spiel. Ich meine, das ist doch ganz cool. So, Augenbrauen, die lasse ich so. Haut. Gehe ich noch ein bisschen so. Die Falten sieht man kaum. Mit der Schmalzung muss ich an den Rockmanscher denken jetzt. Na, wie soll er denn sonst aussehen? Ich will ihn halt schon, dass er so ein bisschen wie ich aussieht. Wie gesagt, cool finde ich halt auch noch diese Frisur. Ja, aber das bin ja nicht ecke. Bin ja voll nicht ecke. Und dann will ich ein bisschen aussehen lassen, wie ich so bin. Ja, Augen hatte ich. Da sind auch so komische Augen teilweise dabei. Ja, so ein trauriger. Ne, da bleibe ich bei der Innen. Aber. Augenfarbe. Da möchte ich gerne eine Grün haben. Der Grün. It's me! Nase lasse ich auch so. Mund. Ich würde sagen, das hier würde auch noch gehen. Warte mal. Ja, ich würde tatsächlich den hier nehmen. Ja, halt, wer war denn jetzt? Der war's, oder? Bin ich jetzt doof? Ne, das war's. Ausdruck! Hä? Oh.
Yeah. Ach so. Ich bin voll der hier. Ach so, das sind verschiedene. Ach cool. Von der PogChamp. Schlaf schon, Pegu. Träum was Tolles. Ruh dich gut aus. Der ist lustig. Unterwäsche. Bleiben wir dabei. Stimme. Finde ich cool. Anfangsrüstung. Kettenset, keine Rüstung. Oder Lederrüstung. Ich finde die Lederrüstung ziemlich cool. Die gefällt mir. Abschließen. Gib deinen Namen ein. Das ist ja Blacky, Leute. Das ist ja Blacky, der Black Master Blacky. Na, guck mal, Leute. Ja. Das Fell. Langes Fell. Und dickes Fell. Ja! Mach die Grinsekatze. Nee. Ach. Er ist so cool, ey. Hallo. Ich find den süß. Das ist so richtig krasser, der hat so komische dunkelblaue Dinger hier so, hä? Was ist denn da los? Mach eine rote Katze! Aber warum? So eine? Gute Nacht, Leute. Nicht Leute. Gute Nacht. Gute Nacht, Black Vortex. Schlaf schön und ruh dich gut aus. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Würde mich freuen. Bis dann.
Ach so, eine schöne Katze. Na, da bleiben die. Als ob! Was ist orangiert? Unterwäsche. Also, aus dem Hemd? Ach, das ist Unterwäsche. Nehmen wir rot, das ist cool. Die Stimme. Oh, guck mal, wie süß er. Oh. Keine Rüstung. Lederset. Stimme. Voll so ein bisschen. Abschließen. Gib einen Palico-Namen ein. Wie nennen wir den Palico? Jack der Kater. Was ist denn ein guter Katername? Ach, ich nenne ihn einfach Jack. Das ist Jack der Kater. Jack mein Kater. Ich weiß nicht, wieso ich auf Jack komme. Aber er sieht aus wie ein Jack. Jackson. Hack. Hackfleisch. Hacker. Mac oder Mac. Macbuck. Wie wird Mini? Ich soll Mini nennen. Er ist schon gespeichert. Ich kann ihn auch einfach Nightbot nennen. Telefonmann. Nee. Ja komm, es ist Jack der Kater. Yes. Yo. Let's go, Freunde! Hinein in die Story. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Saufen, saufen, hurray! Ah! Auf die Top-Auswahl und die Kommission. Oh, geil. Also, sag mal, was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Ich finde, ich sehe cool aus. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die fünfte Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube das auch. Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Hast du schon deinen Partner getroffen? Nö. Na, tschüss. Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, meets meets. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl.
Mach's gut, Marcel. Schlaf schön, Thomas. Ruh dich schon aus und hoffe, es wird dir gefallen. Bis morgen. Hallo? Ist da jemand? Mit Tutorial. Wie cool das aussieht. Wie klettert. Oh, hey, du bist es. Sieh mal, was mit dem Schiff passiert ist. Luna, schlaf auch du schon, Thomas. Tschüss, da war's nochmal. Danke für deinen Support. Hier sind wir nicht sicher. Hier entlang. Da rennt weg, Mann! Da sind voll die komischen Fliegeviecher. Leute, Fliegeviecher! Wow. Wir müssen hier weg. Ich habe eine Idee. Hier lang. Oh. Ah! Renn doch mal! Renne! Wie klettert er denn? Wow! Grab the booty! Hi, Mr. Manga Manic! Schnell hoch da! Bin doch schon da! Also irgendwas Lebendiges oder was? Alter. Oh. Ja. Die neue Welt. So mega romantisch, wie sie da lang gleiten. Oh, voll cool. Du aller Vogel! Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Sieht gut aus. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Einfach so. Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Hä, es ist eine richtige verbundene Welt. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Hä, ist ja... Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Das ist ja mega. Ich dachte jetzt eigentlich, dass das irgendwie... Wir sind wieder in unserem Hub und müssen dann immer raus und...
Hey, cool. Sie rennt einfach weiter, bleib stehen! Komm her! Ja, warte. Ey, wie cool der Charakter doch aussieht jetzt so nach mal stellen. Ich finde den mega cool. Okay, er guckt so böse. Warum guckst du so böse, ey? Komm her! Guck mal ein bisschen lieber, bitte. Ach ja, er ist trotzdem cool. Ey, komm doch schon. Komm her! Ja. Uralter Wald. Schau mal, das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's. Es sieht schon sehr schön aus, Leute. Um zum Hauptquartier zu gelangen, müssen wir laut Karte... Das schmeckt dir wahr, oder der guckt ganz zufrieden. Die Abdornos scheinen genauso gutmütig wie die bei uns zu Hause zu sein. Abdorno. Oh, Blackminer. Naja. Wir müssen wohl einen Weg finden. Wo bist du hin? Wo ist sie hin? Ist sie da? Ja. Folge mir. Komm mal hinterher, wir müssen durch die Abdornol durch. Hm. Ach, guck mal, krass. Gibt es etwas? Die Stellkäfer versammeln sich. Es sieht schon echt geil aus. Was für eine seltsame Pflanze. Ich will Stuff kriegen. Hier drüben ist noch eine. Oh, die Vögel, die ist ja süß. Ich glaube, ich habe den Weg zurück zur Basis gefunden. Fällt das Spiel leider nicht so, aber es sieht schon so schön aus. Ja, bisher war ich auch noch nicht so ein Monster. Ich habe den Spähkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann findest du... Wie hast du den Käfer so schnell beigebracht? Also ich war auch nie so der Monster Hunter-Fan, aber beim Beta-Zocken zusammen mit anderen hat es viel Spaß gemacht, muss ich doch zugeben. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Und bisher wirkt es so, als wäre ich müde. Ja, das auch. Hi, Psycho, guten Abend. Also, bisher macht mich das Spiel neugierig. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Wie cool. Provoziere keinen Kampf, wenn du keine Waffe hast. Ich hab keine Waffe. Hilfe! Beeilung! Achso, oh. Halte nach Gebüschen Ausschau, in denen du dich verstecken kannst. Richte dich in dem Gebüsch nicht auf, um verborgen zu bleiben. Das ist eine gute Idee. Sind die dumm? Tarnen und täuschen. Verstecke dich in der Büschung und komme dem Jagdgrasrudel. Das sieht schon schön aus. Man kommt hier so aus dem Urwald raus und hier ist alles so hübsch und schönes Wetter und so. Jetzt plötzlich ist es ein Sweet. Ja. Guck mal, hohe Gras. Das sieht so schön aus. Ich fühle mich hier irgendwie wohl.
Ich fühle mich hier irgendwie wohl. Warte, hier ist etwas. Ja, das sind Vögel. Was ist das für eine Spur? Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Oh nein. Ich ahne Schreckliches, Leute. Oh mein Gott, Alter! Kümmer dich nicht um mich! Meine Stimme, er spricht! Ich spreche! Hier entlang, schnell. Ach, ich spreche doch nicht. Okay, los geht's! Bewegung! Ich dachte, ich spreche. Bewegung! Das ist nicht gut. Wow! Ich muss erst mal gucken, was der da macht, ne? Komm schon! Spring! Hey! Alles in Ordnung? Auf geht's. Ja, gut. Krass. Dein Schaf wird nie sprechen. Das war in allen Teilen bisher so. Was soll denn nur wie Link und Stöhnen oder Brüllgeräusch? Okay. Okay, Samu, aber so, geht sowas überhaupt, dass sowas storniert wird, wenn man sowas kauft? Das verstehe ich gar nicht, wie sowas passieren kann. Das ist echt komisch. Das ist mega komisch. Wow. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera. Gefällt mir. Astera. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Na klar. Entschuldige. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Oh, wie cool. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Das sieht so gut aus, ey. Kommandant, ich habe sie gefunden. Willkommen in Astera. Sprich jetzt oder sprich er nicht? Na, no. Wenn man so lange das Kommando hatte wie ich, weiß man, wer etwas kann und wer nicht.
Ich würde euch natürlich gerne alles erklären, aber allerdings will ich hier nicht, will hier wirklich jeder was von mir, ne? Ich habe keine Zeit für euch. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns dann in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da seid. Euer Ruf eilt euch voraus. Das habe ich zwar gerade ja nicht gesagt, was da steht, aber euer Ruf eilt euch voraus, ja? Die Gilde, die hat euch beide in höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, dass ihr überhaupt hierher angekommen seid jetzt so, wa? Ach ja, dein petziger Freund hat nach dir gesucht. Das arme Ding wurde vor kurzem hier angespült. Mein Kätzchen Jack! Also, schau dich in das Terra um. Ein Horn gibt Bescheid, wenn es Zeit für eine Ratssitzung ist. Nun verpiss dich doch mal. Okay, ich werde euch alles zeigen. Meine Katze? Suchen wir erstmal deinen Palico. Ja, wo ist meine Katze? Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Das sieht mega schön aus, das Versorgungslager. Schau weiter vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Habt ihr echt toll aufgebaut, Leute. Bin echt begeistert. Ey, wie geil sieht das aus, ey? Das ist einfach so ein Ort, wo man sich richtig wohlfühlt, ganz ehrlich. Hier rennt man. Hier rennt man gerne rum, man chillt hier einfach gerne. Das ist richtig cool. Ich bin richtig glücklich irgendwie. Hier drüben. Oh Leute, ey, Monster Hunter, Mann. Du gehörst zur 5. Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der 1. Aber das war vor langer Zeit. Mhm. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Ja, glaube ich auch. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Hm, der komische Typ mit dem Bart da. Ah, hier drin ist es schön warm. Als nächstes gehen wir zur Kantine. Schauen wir sie uns an. Technikchef. Meister des Weidenfutter. Genau. Die Kantine? Ich bin dabei. Oh, Essen. Bin ich auch dabei. Hier drüben. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Na, oh, ist ja süß, ey! Hey, du! No! Ach, ist doch niedlich. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Ups. Achso, ich muss. Achso, ja. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die 5. Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie, diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken.
Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Was ist das für ein krasser Kater? Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der 5. werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort! An die 5. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Mhm. Ja, cool. Also, ADSV, ich zock auf Xbox Slim. Eine X habe ich nicht, aber ich brauche auch keine X. Mir reicht die Slim locker aus. And Agek, I don't know whether it's right or not. My copy is from Germany. At least I bought it here in Germany. So, du bist noch keinen ganzen Tag hier und schon hast deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, die Hände schmutzig zu machen. Nehmen wir dieses Jagras-Problem mal genau unter die Lupe. Ja, aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Hier drüben. Hier drüben. In einem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. In meinem Raum? Ich hab einen Raum? Geh in deinen Raum, damit du dir eine Waffe nehmen kannst. Mein Raum. Ich bin mal gespannt jetzt hier. Jetzt wird es aber sehr interessant. Ja, Nymeria war voll der Muskelkater. Oh, ist ja süß, wie er da einfach reinrennt und so. Also setzt er sich einfach hin. Wer ist das? Ich dachte, das ist mein Raum. No! Ach man, die Katze ist mega süß. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Danke. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Das ist wirklich lieb von dir, danke. Erstmal mit Jack quatschen. Na, Jack? Miauchen, Miauster. Wusstest du, dass du in der Schmiede Ausrüstung für mich herstellen kannst? Ihm geht's gut. Miau. Jetzt kommt die Frage der Fragen, Leute. Was für eine Ausrüstung nehme ich denn jetzt? So, sehr gut. Hab eine Slim. Bist du mit der Performance auf? Ja, locker, klar. Ich meine, das Spiel ist jetzt nicht für Xbox One X entwickelt. Es ist halt optimiert für Xbox One X, dass man da alles ausreizen kann. Aber dennoch läuft es auf jeder Xbox. Auch auf der normalen Xbox One sollte das problemlos und auch in guter Auflösung laufen. Also für mich sieht es klasse aus. Aber ich habe halt jetzt noch nicht so viel gesehen. So, die verschiedenen Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Das weiß ich, ja. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schwert und Schild sehr schnell zuschlagen kannst. Schwere Bogengewehr ist zwar deutlich unhandlich, deine Schüsse sind aber sehr mächtig. Entscheide dich für eine Waffe und zieh mit ihr ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich nutzen, nachdem du eine Waffe ausgerüstet hast, indem du mit dem Haushälter in deinem Raum sprichst. Okay. Ja. Ich weiß noch nicht ganz. An sich bin ich eher für Zwillingsdolche, weil die schon schnell sind. Ich fand die Insektenglewe. Wo ist denn die? Was ist denn nochmal? Metalldudelsack?
Was ist das für Waffen? Wo ist denn diese Insektenklebe? Ich wüsste ja nicht. Scheiße. Ach, real. Das ist diese Schwertaxt, ne? Ja, ich nehm die, weil... Diese Waffe ist eine Axt mit großer Reichweite, sowie ein mächtiges Schwert. Bisher fand ich die am geilsten. Nehme ich halt mit. Ups. Genau, so. Und dann Kopfschutz, habe ich nur Ketten noch. Ja, diesen Schutz gegen Feuer, diesen Schutz gegen Wasser. Okay, bleibt so. Also eine Mission will ich auf jeden Fall noch irgendwie machen, bevor wir schlafen. Ich leute mal wieder und genieße das Gameplay, wenn ich selber schon nicht spielen kann. Ach, Samu, ich will jetzt echt gerne mit dir zocken. Muss ich ja echt zu ihm. Mal gucken, wieder fertig ist mein Kumpel. Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Ach, jetzt zocken die doch. Im Bereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter. Also es kann sein, dass ich in den nächsten Monster Hunter Streams dann mit Kutte und Horus irgendwie zusammen im Chat bin und zocke. Dass ihr Bescheid wisst. Ab in die Kantine, Freunde. Jetzt hast du also Zugang zum Ausrüstungslager und zum Versorgungslager. Besorg dir, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wildexpertin in die Kantine. Ja, da ist die Quest. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Hier drüben! So, warum hat er einen Ausrufezeichen im Kopf? Hör zu! Er muss über was Wichtiges mit dir reden. Diese Kommission ist besonders, anders als deine bisherigen Verpflichtungen, vermute ich mal. Es geht nicht darum, Drachenälteste zu jagen oder für den Schaden zu bestrafen, den sie verursachen. Die Kommission will deren Stellung innerhalb der Natur verstehen und unsere. Darum geht's. Die Drachenältesten sind die Natur. Sie zu bestrafen ist also zwecklos. Wie vor euch davon zu laufen. Das nenne ich eine Jagd. Okay. Was die Welt braucht, ist Harmonie. Schicke Waffe, Kumpel. Ja, dann ist jetzt wohl Zeit, sich noch ein paar Vorräte zu besorgen. Wir haben so ziemlich alles, was du brauchst. Guck doch einfach mal hier, ne? Ich bin dein Mann dafür. Ich würde zwar gerne deine ganzen Zenny kassieren, aber am besten sammelst du erstmal so viel wie möglich selber. Ja, nee, dann lass mich doch einfach mal zu meiner Freundin gehen. Sehr, sehr entspannte Musik und es sieht ja alles so schön aus. Also, wie schon mehrmals jetzt gesagt, es ist einfach ein schönes Gefühl, hier durch dieses Lager zu laufen, durch die Basis. Alter, dieses fette Schmiedehaus, Alter, so krass. Was ist das für ein Riesenschiff, Mann? Kommt das Game auch auf Xbox? Nice, sehr cool, André. Hi erstmal. Und ja, ich zock auf der Xbox One S. Mioskulärer Koch. Ach, das ist ein Koch? Ja, krass. Die Kantine. Oh, das Bild ist ja cool. Durch das Essen von Mahlzeiten können Werte wie Gesundheit und Ausdauer gesteigert sowie besondere Nahrungsfähigkeiten erhalten werden. Wähle zum Menü die Mahlzeit aus, die du essen möchtest. Ihre Effekte werden in der Bildschirmmitte angezeigt. Schau dir die Effekte jeder Mahlzeit gut an, um zu sehen, was dann los ist. Ja, Nahrungsfähigkeiten werden mit einer bestimmten Chance aktiviert. Okay. Effekte von Mahlzeit erhalten. Welche Auflösung FPS hat die One S? Naja, sie schafft sogar 4K.
Ansonsten, ja, 1080p, also ich spiele mit ganz normal Full HD und mit 60 FPS. Aber es liegt ja eher am Spiel, ob das Spiel die 60 FPS packt. So, die Effekte von Mahlzeiten enden, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt. Entweder schießt man die Quest ab oder man kehrt von der Quest zurück. Ja, ich komme noch gleich. Oh, du wirst in einer Quest oder Expedition ohnmächtig. Okay. Ja. Mit Geld bezahlen. Nein, ich will jetzt noch nicht kochen. Hi Nani, willkommen zurück. Auf jeden Fall sieht der Typ cool aus. Willkommen in der Kantine, Mann. Der beste Ort, um dich für eine Jagd vorzubereiten. Du bist von der 5., ne? Also ich verrate jetzt mal was, ja? Es geht hier in der Kantine nämlich darum, um Erhöhungen. Gesundheit, Ausmiauer, egal was, ja? Maximale Erhöhung. Nur zusätzlich da einfach an den Tresen und dann fratz was. Netter Typ. So, da ist meine Maus. Genau zur rechten Zeit. Okay, Partner, los geht's, ja? Die Gilde hat uns nicht grundlos zusammengebracht. Ab sofort bist du mein Jäger und ich bin deine Wildexpertin. Ich bin das Brot für deine Butter, kapiert? Die erste Mission der 5. Flotte ist die Untersuchung des Jagras-Gebietes. Da müssen wir auf eine bestimmte Anzahl von ihnen treffen und sie erledigen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du dich zur Quest die Jagras des uralten Waldes gemeldet hast. Bist du bereit? Da draußen wartet eine wilde neue Welt. Aufgaben. Ist mal was. Ja, nicht jetzt. Gut, dann hole ich mir auch für die Xbox. Hatte nur Angst, weil nie irgendwelche Gameplays von der Xbox gezeigt wurden. Na, muss halt schauen, hast du denn ein paar Freunde auf der Xbox, mit denen du zockst? Also ich habe es mir jetzt primär für die Xbox geholt, weil halt meine Freunde aus dem echten Leben, meine Real-Life-Freunde, beziehungsweise die, die ich halt schon seit meiner Kindheit kenne, die haben sich jetzt alle Monster Hunter geholt. Und die zocken sie auch gerade und ich muss mit denen noch absprechen, wie wir da zusammen zocken. So, die Jagras des uralten Waldes. Dum, dum, da, da, dum. Annehmen. Akzeptiert. Kannst das Tier erkunden, während die Vorbereitung für die Quest laufen? Ist etwas in der Kantine? Kauf Vorräte. Okay. Quest beginnt. Ich habe schon mehrmals Monster Hunter versucht zu spielen, aber nie hat es mir so richtig gefallen. Und hier hat die Beta halt schon gut Spaß gemacht und das Spiel ist immer schön. Und wie gesagt, ich habe es mir halt auch primär geholt, dass ich mir endlich mal wieder ein Spiel habe, was ich mit meinen Leuten aus der Heimat richtig zocken kann. Es geht los! Wow! Dann wollen wir mal gucken, Leute. Und nach der Mission muss ich leider ausmachen, Leute. Ich muss dann irgendwann schlafen. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Mhm. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Na klar, lass gucken. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Allzeit bereit. Ah ja. Hey, Partner. Okay. Ah, nicht benutzen.
Okay. Genau. Aha. Mann, ich will immer die Kamera dingsen. Sei vorsichtig. Okay. Ein Voll für Kohl. Ja, das geht ja nicht immer. So, ich will. Oh, was ist denn das hier für ein Weg? Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Speerkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Juhu. Ich muss mal gucken. Waffe ziehen. Hocken. Ups. Die Morph-Axt hat zwei Formen. Axt und Schwert. Die Schwertangriffe können mit Fiolenenergie verstärkt werden. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggelegt sein. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Ich weiß nicht mehr, wie das nochmal war, dass man, dass man diese Explosion macht, die war so krass. Alter, wow! Die Vögel. Großfleisch. Das ist voll nice, hier hält man sich einfach. Ja gut, ich würde sagen, ich renne mal einfach zum Ziel. Hey! Hä? Was denn? Ey, wieso, was soll? Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Oh geil. Wusste ich gar nicht. Wie mache ich das? Ach, die habe ich dann direkt dabei. Krass. Das ist ja cool. Schaff schon hier, Miria. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, das hat dir sehr gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch morgen wieder. Würde mich freuen. Hab einen schönen Tag. Du kannst das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit deines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Mhm. Ein Rudel Yagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Na, mal gucken, wa? Ah, die Waffe ist toll. Oh, meine Katze! Ihr Schweine, meine Katze! Sie laufen weg, lass sie nicht entkommen. Ach doch. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Ach, die werden mitgenommen. Geil. Was heißt denn das Zeichen? Hier drüben. Wow. Jetzt so? Oh. Malachit, er ist geil. Das sieht ja cool aus. Willst du denn? Soll ich hier rein? Ich glaube, er will, dass ich da reingehe. Whoops. Nutze, was du kannst. Schnitt!
Time! Okay. Yeah. Schnell plündern. Das ist der erste Malachit. Malachit ist am Anfang selten. Ah, sehr cool. Gucken Sie zu, wie ich hier Ihre Kumpels ausnehme. Ja, das ist schön, ne, Leute? Was ist das hier? Leuchtmoos. Attacke! Ah ja, genau. Boah, oh, das ist so geil, Mann. Quest erfüllt. Erstmal Büchlein aufschreiben, bis in mein Büchlein, um mal dran zu denken. Oh, das habe ich jetzt alles mitgenommen. Cool. Jagras Schuppe und das ist. Ach, auch Jagras Schuppe. Das sieht so. Ach so. Wenn ich drauf bin, dann ist es so gelb. Ich dachte, hier vorne ist so ein Special-Ding. Ansonsten, Rüstkugel, Blaupilz. Habe ich denn irgendwo Malachiterz? Oder ist es einfach die Belohnung, die ich jetzt so erhalte, weil ich das geschafft habe? Ja, ab in die Objektruhe damit. Was ist das? Von Palikos gesammelte Objekte. Cool. Level up! Danke. Danke, Monsanto. Also bisher für den Anfang wirkt das alles sehr erfrischend. Ich weiß nicht, die Waffe ist halt auch ganz cool. Die ist nicht so träge wie manche andere Waffe. Dann macht das Fun. Gut, dich zu sehen. Ich habe ja mal in der Jahre gute Arbeit geleistet. Oh, ihr habt Lebensraum. Ne, ihr Lebensraum hat sich nicht verändert, aber dennoch erhöht sich ihre Zahl. Ich verstehe. Ich spreche das offensichtlich aus, aber die Jagras sind nicht die einzige Gefahr, die ihr lauert. Wir haben zudem Bericht erhalten, dass eine Kestodon-Herde außer Kontrolle geraten ist. All das wohl deswegen, weil der Zoramark daraus Land erreicht hat. Der macht alle wahnsinnig. Okay. Es wird eure Aufgabe sein, sie zur Ruhe zu bringen. Wir möchten, dass ihr diese Kestodon-Herde untersucht und ausdünnt. Ich komme mit, möchte nicht, dass euch was passiert. Cool. Geil, jetzt kann ich. Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Anmeldebonus. Rede mit dem Schmied ist die nächste Aufgabe. Hä? Hä? Da was? Ja, ich gehe jetzt nichts essen. Essen kann ich im nächsten Stream. Kann man einfach raus und speichern irgendwie? Okay, aber das war echt cool. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich echt drauf auf das nächste Mal. Und vor allem dann, wenn ich, wenn ich dann wahrscheinlich mit meinen zwei Kollegen zocken werde. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Aber Leute, das war's für heute. Ich bin K.O., ich muss schlafen und vor allem muss ich halt morgen nochmal früh raus.
und arbeiten und vor allem früh arbeiten. Ich hab keinen Bock. Mano. Warum, Leute? Warum nur? Aber gut.